Namaste. Willkommen zu einer Sequenz für dein Becken und damit auch für deinen Beckenboden. Ein bisschen spielen mit unserem Becken, ein bisschen spielen mit der Erde. Ich lade dich zu Beginn ein, dich zu zentrieren mit deinen Füßen unter deinem Becken, die Knie durchlässig. Und du kannst mit deinen Händen erstmal so den unteren Bauch ein bisschen loslassen, den unteren Rücken, die Seiten, dass du alles so wie nach unten in die Erde entlässt. Genau. Und dann kannst du einatmen, deine Arme über die Seiten hochnehmen. Die Handinnenflächen sind geschlossen. Wenn du oben bist und ausatmen, drehst du die Handinnenflächen nach außen und kommst über die Seiten wieder runter. Und dabei kannst du dir vorstellen, dass du die Luft bewegst, einatmend nach oben schiebst die Luft, Handinnenflächen schließen, Schultern sind weich entspannt und ausatmen, die Luft langsam nach unten drückst. Und das kannst du noch ein paar Mal machen und lass dich mit deiner ganzen Sensibilität in deinen Beckenboden hineinspüren. Nimm jede noch so feine Regung in diesem Bereich wahr. Durch die Faszien ist alles im Körper miteinander in Verbindung. Und vielleicht kannst du hier bis in den Beckenboden hineinspüren. Nimm auch mal den Raum wahr, den du hier mit deinen Fingern abkreist. Das ist dein Raum. Nimm ihn wirklich wahr als deinen Raum. Gerade wenn wir mit unserem Becken, mit unserer Beckenkraft, unserer Beckenbodenkraft in Kontakt sind, ist es so wertvoll, wirklich wahrzunehmen, wo ist mein Raum und was brauche ich, damit es mir gut geht in meinem Raum. Unser Beckenboden hat ganz viel mit Halten zu tun, Festhalten, auch die Themen, die er sich so aneignet, die eigentlich gar nicht so zu ihm gehören, obwohl er natürlich die Organe hält, in unserem Körper viel zusammenhält. Und für uns geht es darum zu schauen, wo halte ich vielleicht zu viel, wo trage ich zu viel, was tut mir eigentlich wirklich gut. Okay. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter mit der Einatmung. Komm auf deine Zehenspitzen, heb die Fersen, Handinnenflächen schließen, ausatmen, wieder zurück auf deine Fersen kommen. Einatmen auf die Zehenspitzen und dabei in den Beckenboden hineinfühlen. Ausatmen, wieder loslassen. Das Schöne ist hier, dass wir, auch wenn wir noch kein Gespür haben für den Beckenboden, ihn doch aktivieren können, einatmend hoch, ausatmend runter, alleine durch diese Bewegung. Okay, dann bleib unten stehen und spür einen Moment im Hasta Mudra nach. Die Füße können so ein bisschen nach außen zeigen, mehr als beckenbreit geöffnet, die Ellbogen nah am Körper, die Handinnenflächen nach oben. Und mit der Einatmung merkst du vielleicht, dass du über die Fußsohlen Prana in dich aufnehmen kannst, Lebensenergie. Das in dein Becken steigen darf, durch die Füße, durch die Beine. Mit der Ausatmung kannst du Altes, Verbrauchtes loslassen. Und vielleicht merkst du auch, dass du durch die Handinnenflächen genauso wie durch deine Fußsohlen Prana aufnehmen kannst. Um dann die Füße zu schließen, die Arme über deinen Kopf zu bringen, die Knie zu beugen und die Beine sind ganz geschlossen. Und dann kreist du hier dein Becken. Und vielleicht nimmst du wahr, dass manche Bereiche sich offener, weicher anfühlen als die anderen. Und
Wie wäre es, wenn das einfach genau so sein darf? Um dann andersherum zu kreisen. Nimm die Weichheit und Geschmeidigkeit wahr, die dir das Leben hier zur Verfügung stellt, und nimm auch wahr, wo es sich eng und blockiert anfühlt. Und erlaube beiden genauso zu sein. Und dann leg die Hände vor deinen Herzraum, bring die Beine noch ein bisschen weiter auseinander, geh in die Knie, Schultern weich entspannt hinten unten und die Unterarme sind parallel zum Boden und kreise dein Becken hier. Und dabei kannst du, wenn du vorne bist, einatmen, wenn du hinten bist, ausatmen. Vielleicht kannst du auch wahrnehmen, wo der Beckenboden eher eng ist und wo du ihn ein bisschen in die Weite entlässt. Um dann auch andersherum zu kreisen. Und stell dir deinen Beckenboden hier als so was Schwingendes, Weiches vor. Das ganze Fasziengewebe darf weich werden. Okay, und dann lass dein Steißbein so in die Mitte nach unten auspendeln. Und die Knie dürfen noch ein bisschen weicher und durchlässiger werden. Und jetzt gehen wir in dieses Becken wiegen, hier von hinten nach vorne. Und wenn wir nach vorne wiegen, die Sitzbeinhöcker nach unten und vorne bewegen, Schambein kommt zum Bauchnabel, summen wir. Wir summen in unseren Beckenboden hinein. Stimulier damit den Vagusnerv, den Entspannungsnerv und aktivieren damit auch ganz leicht unseren Beckenboden. Knie sind schon ein bisschen gebeugt, bis durchlässig. Atme ein, diesmal, wenn das Becken hinten ist. Genau, und die Einladung ist, wenn du hier nach vorne kommst, dass du dann so ein bisschen den Unterbauch nach innen oben lenkst. Wenn du damit vertraut bist, auch gerne schon den Damm nach innen oben lenkst. Einatmen, zurück. Der Einatmung, die Beine ganz entspannt lösen, die Hände nochmal ins Hastamudra. Mudra. Einen Moment nachspüren, das Leben in dir wahrnehmen. Nimm den Atem deines Beckenbodens wahr, den Atem in deinem Beckenboden. Um dann deine Beine noch weiter zu öffnen und die Knie über deine Fersen zu bringen und die zeigen so in Richtung zweiter Zehen. Genau, und jetzt ziehst du das Steißbein nach unten und den Unterbauch nach innen oben, dass du hier einen kraftvollen Bauch hast, Hände wieder vors Herz und dann kreist du hier mit deinem Becken. Und einfach mal schauen, wie sich das anfühlt. Vielleicht merkst du auch, dass du die Füße ein bisschen näher zusammenbringen möchtest. Und der Bauchnabel bleibt die ganze Zeit so ein bisschen nach innen gerichtet. Genau. Eine Richtung und die andere Richtung. Okay, und dann dürfen die Beine noch weiter geöffnet sein. Füße zeigen nach vorne
um dich dann nach vorne unten zu entlassen mit den Händen am Boden. Und dann, du kannst dir auch hier ein Kissen nehmen, wenn das zu niedrig ist. Oder auch zwei Kissen nebeneinander. Und dann atme hier ein. Mit der Ausatmung bring das rechte Knie zur rechten, in Richtung rechte kleine Zeh und setz dich so ein bisschen nach hinten. Und dabei können die Hände so mitkrabbeln. Einatmen, strecken. Und ausatmen, linkes Knie zur linken kleinen Zeh, dass du hier so eine schöne Dehnung hast an der Innenseite vom Bein. Einatmen, lang. Ausatmen zur anderen Seite, rechtes Knie zur rechten kleinen Zehe. Einatmen, strecken. Ausatmen. Einatmen, lang. Und ausatmen. Einatmen, wieder lang. Und aus. Ein und aus. Und vielleicht kannst du hier sitzen bleiben, die Hände ins Anjali Mudra bringen und dein, ups, die linke Ferse zum Boden bringen. Die linken Zehen zeigen nach oben. Und der rechte Ellbogen, der kann dein rechtes Knie so ein bisschen nach außen drücken. Schultern bleiben hinten, unten. Atme weich in deine Dehnung hinein. Einatmen. Aus. Und dann ein. Mit der Ausatmung bring die Hände zum Boden und lauf zur anderen Seite. Und diesmal an der linke Fuß auch so ein bisschen nach außen zeigen. Rechte Zehen zeigen nach oben. Linker Oberarm drückt gegen dein linkes Knie, öffnet das linke Knie nach außen. Die Schultern rollen nach hinten, unten. Wirbelsäule lang. Atme. Und dann einatmen. Ausatmen, wieder zur Mitte kommen. Die Füße zueinander laufen. Dich nach unten in die tiefe Hocke setzen, in Malasana. Mit den Händen vor deinem Herzraum, die Oberarme können die Knie nach außen bewegen, Schultern rollen nach hinten unten. Und lass dich mit der Aufmerksamkeit ganz in den Raum zwischen Sitzbeinhöckern, Schambein und Steißbein hineinlauschen. Wenn die tiefe Malasana für dich schwierig ist, kannst du dir auch Kissen unter deine Fersen setzen. Genau. Und dich hier auch absetzen, ist auch eine Möglichkeit. Oder eine Decke unter die Fersen. Um dann von hier aus ins Liegen zu kommen, immer über die Seite würde ich vorschlagen, du bringst die Kissen unter deine Oberschenkel, Fußsohlen geschlossen, Knie fallen nach außen, Hände, wenn du magst, auf deinem Unterbauch. Und so wie dein Atem sich jetzt gerade zeigt, kannst du in ein Tönen gehen, dass du mit dem Summen in deinen Beckenraum hineinsummst.
Dann lass dich nachspüren, nachfühlen im Beckenboden, im Becken. Nimm das Leben in diesem Bereich wahr, in deinen Zellen, so wie es dir jetzt gerade zur Verfügung steht. Und dann kannst du die Töne der Beckenschale mit der Beckenfrequenz genießen und in deinen Beckenboden hineinströmen lassen. Und lass dich und alle deine Zellen los dafür. Relax, relax. Lass dich nachspüren, so lange wie du magst. Danke für dein Hiersein. Namaste.